So, Patch ist da und ich mache ein Review wie immer. Ja, hallo. Der 0.0.0.05 Patch ist jetzt draußen, endlich. Finally. Und ja, es gibt viele, viele Neuerungen, die ich euch natürlich nicht verheimlichen will, weil ich bin ja ein guter Mensch. Ja, das erste natürlich wieder ein Haufen Fixes, also viel ist wieder ins Spiel zurückgekehrt, wie diese Axt hier. Okay. Die Fundorte, die ich gefunden habe, werde ich euch noch dann mitteilen. Ansonsten neue Crafting-Möglichkeiten. Es ist vieles verbessert worden in Sachen Modelle. Es gibt jetzt mehr Animationen, auch wenn man jetzt zum Beispiel Baumstämme trägt, legt er jetzt eine Hand so auf die Baumstämme drauf. Also es gibt viele Neuerungen, aber die wichtigsten Neuerungen sind im Bereich des Crafting, weil es gibt jetzt mehrere neue Crafting-Materialien, insgesamt 4 Stück und neue Inventar-Sachen. Die kann ich euch kurz mal zeigen. Ich habe jetzt schon einiges hier drinne. Einmal gibt es jetzt die Rope. Die kann jetzt zum Beispiel auf der Yacht gefunden werden oder in Höhlen. Dann gibt es die Feathers. Die Batteries kann man jetzt benutzen. Es gibt jetzt wieder die normale Axt, also die schöne Axt. Dann, man sieht, man kann jetzt mehrere Raw Lizard, mehrere Raw Rabbit tragen. Man kann jetzt auch Samen tragen, Marigold und Aloe Vera. Die kann man dann auch wieder verkraften. Und zwar kann man Medizin herstellen. Medizin stellt man her, indem man Marigold, also das sind diese eher gelblichen Blüten, und die Aloe Vera einfach zusammenwirft und dann hat man Medizin. Genau. So, das nächste, was man herstellen kann, das mache ich gleich. Man nimmt einen Stick, man nimmt die Rope, man nimmt einen Cloth. Oh mein Gott! Ein Bogen! Natürlich kann man passend dazu auch Pfeile herstellen, einfach einen Stick und 5 Federn. Und dann hat man 5 Pfeile oder 4 Pfeile. Genau, also, wir equippen den mal. Ich habe mit ihm noch nicht geschossen, ich weiß nicht, wie der ist. Also, ich crafte den jetzt gerade zum ersten Mal auch. Mal gucken, er hat über links hinter. Bam! Was willst du? Hä? Hä? Was willst du? Hä? Hä? Was willst du? Oh, oh, Arsch. Zielen ist jetzt nicht ganz so leicht. Aua! Lol. Bleib doch stehen! Ah, du Nutte! Was los? Ja, das ist der Bogen! Also, macht jetzt 1 gegen 1 gegen so einen Typen jetzt nicht viel Sinn. Aber ich glaube, wenn man dann an einer erhöhten Position ist, wo die nicht hinkommen, dann macht das schon richtig Spaß. Jo, ansonsten, da kommt er ja wieder. Mach los! Wow, also die Pfeile müssen sie dringend nochmal neu animieren. Bleib doch stehen! Gott. Gut, da traut sich nicht der Junge. Auf jeden Fall. Ansonsten kann man noch eine Sache neu craften. Das kann ich auch kurz zeigen. Ein Stick und Cloth wird zur Feuerfackel, Fire Torch. Bam, bam. Ah. Macht so wenig Schaden und ich weiß nicht, die setzt die ja auch nicht in Brand oder sowas, also ich, keine Ahnung, wofür die jetzt ist. Auf jeden Fall ist sie nicht nützlich, meines Erachtens, und man lässt sie übrigens auch fallen. Dann hat man so einen hübschen glühenden Stock auf dem Boden. Komischerweise ist der aber trotzdem neu im Inventar. Egal. Genau, also das sind so die wichtigste Neuerung, und die coolste Neuerung ist halt mit Abstand der Bogen.
Ja, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wo ihr die Axt finden könnt, also diese neue Axt. Und zwar ist die einmal auf der Yacht, liegt ja auf der Bank. Und hier am Strand könnt ihr sie aber immer finden, egal ob die Yacht da ist oder nicht. Ich will euch noch kurz zeigen, wo. Und zwar lehnt die immer hier, neben dieser Leiche. Die ist immer hier. Immer hier. Immer hier. Also die könnt ihr auch dort finden. Genau, und das ist eigentlich prinzipiell alles, was mit dem Patch passiert ist. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde, dass wieder was passiert ist. Wirklich viel passiert ist auch. Und ja, mir gefällt es. Mir gefällt auch die Axt jetzt hier und der Bogen hat doch auch Style. Vielleicht kann man ja irgendwann auch Feuerpfeile verschießen, das wäre geil, weil das ist ja auch natürlich machbar, einfach vorne um die Pfeile, das muss ich ganz kurz mal ausprobieren. Vorne an die Pfeile eben wow, ich sehe gar nichts. Yeah. Total gut getroffen. Vor allem den Pfeil noch Cloth drum wickeln und das anzünden, dann hast du einen prima Feuerpfeil. Also das, ich glaube, dass da noch viel machbar ist auch. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz die neue Animation für die Baumstämme. Die er nicht macht gerade. Hat er sich gerade verbuggt. Im Bogen hat er sich gerade verbuggt scheinbar. Na, jetzt hat er sich, glaube ich, entbuggt. Ja, genau, hier. Hier siehst du es, also die Hand wird dann auf die Stämme gelegt, was jetzt schon ein bisschen realistischer wieder wirkt, wieder ein bisschen schöner. Also das Spiel ist einfach alles in allem ein bisschen smoother geworden wieder. Also richtig, richtig fein. Und jetzt hat er so einen leichten Rechtsdrall, wenn man mit so vielen Baumstämmen hantiert, sollte man sich auch, das ist auch eine nette Sache eigentlich. Genau, ansonsten hat sich, wie gesagt, nicht mehr getan, aber das, was sich getan hat, kann sich durchaus sehen lassen. Und ja, ich glaube, durch den Bogen hat das Ganze ein bisschen mehr Survivor-Faktor nochmal bekommen. Was ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall noch vielleicht, ja, doch. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre auf jeden Fall noch mehr Wildleben. So Bären und Wölfe von mir aus. Also das wäre, glaube ich, auch noch eine Idee, der ich mich durchaus anfreunden könnte. Ich probiere gerade nochmal aus, was man alles mit dem Bogen machen kann, aber man kann eigentlich nur Gegner damit abschießen. Ah, die haben das noch ein bisschen verpackt. Egal. Gut, im Grunde war es das eigentlich. Ich werde euch unten in die Beschreibung noch die Patchnotes verlinken, da könnt ihr ja nochmal alles anschauen. Ja, ansonsten bis später, bis zum 0.0.26 Tagen. Tschüss.